das hier ausgegangen ist. Und ich finde es so süß, wie das kleine Ding immer hinterher springt und dabei ist. Und ja, ich finde das einfach niedlich. Und ich denke, wir bräuchten mal wieder was zu essen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und ich denke, in der Nacht... Oha. Ich höre Spinnchen. Viele Spinnchen. Spinnchen. Spinni. Spinnspinn. Hey, komm her. Ich möchte nicht... Stirb. Stirb. Ich mag nämlich nicht hier hin. Das ist mir zu ungeheuermäßig. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh, ich höre noch mehr Spinnen. Das ist ja gruselig. Und ich sehe einen Stein, aber den können wir nicht abbauen. Weil wir nichts haben zum Abbauen. Wir haben ehrlich gesagt gar keinen Flint mehr. Ich war noch nie in einer Map so out of Flint wie hier. Also ist echt schlimm. Und wir können da irgendwie rüber. Oh, und es wird langsam dunkel. Das macht ja nichts. Wir haben ja hier in Ruhe unsere Fackel. Laufen währenddessen hier den Weg ab. Ah, cool. Ich wusste nicht, dass es geht. Und da hinten hat es Steine und alles. Das finde ich extrem cool. Das ist richtig extrem cool, weil ich hier alles anfacke. Nee, Quatsch, weil... Oh, ist das schön. Ist da schön viel Licht. Hallo, Chest? Chest, Chest. Chest, Chest, Chest. Hey, kleiner Kerl. Komm mit. Oh, nur mit Asche. Oh Mann, da sieht man echt gar nichts. Das ist total dunkel. Jetzt sollte ich mehr sehen. Würde ich sagen, können wir direkt hier hin. Und hier hat es doch irgendwo Steine. Und da, wo es Steine hat, hat es bekanntlich auch Flint. Und Flint brauchen wir bekanntlich dafür. Oh, oh. Komm mit. Aber es brennt wirklich total. Ha. Nacht überlebt. Hat doch sehr schön geklappt. Und hier ist ein Mini-Sumpfgebiet. Finde ich auch nicht wirklich prickelnd. Oh, Moment. Komm mal her. Asche. Feuer zu Feuer. Nee, Asche zu Asche und irgendwas zu irgendwas anderem. Ich habe immer Angst, dass da... Oh, wir haben Flint gefunden. Der Tentakel rauskommt oder ein Tentakel-Ding. Weil ich bin im Sumpf. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, aber das macht ja nichts. Ich bin im Sumpf stehen geblieben, war AFK und habe irgendjemand zurückgeschrieben. Ich glaube sogar Dani. Und dachte dann hinterher, hä? Was hat mich da getötet? Bin ich gestorben? Wie kann das sein? War total komisch. Hier müsste es doch irgendwo Flint haben. Hier sind ganz viele Steine. Das heißt, ihr müsst irgendwo... Moment. Flint sein. Wir kochen kurz Essen, denn unser Magen sieht ziemlich hungrig aus. Ziemlich klein. Ich denke, da macht es nichts, wenn wir... Rein! Oh, ich hasse diese Teile. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Niemand mag dich. Nein! Meine arme Chest. Oh, es hat mich in Ruhe gelassen. Halleluja. So, erstmal was essen. So, das reicht. Ob wir, Moment, ob wir da zurück können, ohne dass wir von dem Vogel da attackiert werden? Auch ganz bestimmt. Ist mein Feuer noch da? Das müsste jetzt noch da sein. Gut, dann gehen wir in Ruhe kochen. Komm, schneller, schneller, schneller. Puh. Oh, oh. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Niemand mag dich! Niemand mag dich! Niemand mag dich! Niemand mag dich!
Ich hatte mal ein Ei von so einem Vogel. War aber eher gesagt, ehrlich gesagt, nicht so spannend. Ich habe es gegessen und bin danach gestorben. Also nicht, weil ich es gegessen habe, sondern da haben mich die Schatten gejagt gehabt und ja, das war irgendwie nicht so toll. Ich bin dann halt draufgegangen, im Endeffekt. Apropos im Endeffekt, wir brauchen wieder Essen. Also immer Essen nachschieben. Am Anfang ist es meistens so, man hat richtig viel noch von diesem Essenszeug, aber ich weiß, wie es danach ist. Und zwar danach ist alles weg und man ist wirklich am Verhungern. Und das ist richtig, richtig schlecht. Oh mein Gott, wir haben Flint gefunden. Herzlichen Glückwunsch. So, endlich. Ja, Gold, Flint. Steine, Steine, Steine und Steine. Was tun wir denn hier rein? Ach, wir lassen es jetzt erstmal so. Komm mit. Aber wie er auch immer mitkommt, das ist wirklich total süß. Und jetzt haben wir auch viel mehr Flint. Das war eindeutig cleverer, als zu warten, bis wir immer Flint finden. Das war eindeutig die bessere Lösung. Und so sieht mittlerweile unsere Karte aus. Okay, hier waren ja die ganzen Spinnen, das wissen wir ja. Da war noch ein Grab, das können wir schänden praktisch. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter alles ablaufen. Und dann gucken wir einfach, wie wir das machen. Oder dann gucken wir einfach. Und wie hier einfach mal überall Flint rumliegt. Überall. Wir haben das vorhin gesucht, wie nochmal was. Und hier ist alles zugeschissen damit. Ist ein bisschen wie mit Kohle. Also zumindest hier an der Stelle ist es wie in Minecraft mit Kohle. Da ist ja auch überall Kohle, Kohle, Kohle. Das ist echt unglaublich, wie viel Zeug hier liegt davon. Und es wird schon wieder leicht dunkel, wie ich sehe. Und wir sind schon bei Tag 3. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, dass wir nicht sterben werden. Nicht so schnell sterben werden. Irgendwann werden wir sicherlich sterben. Wobei, es gibt, glaube ich, einen, der hat in YouTube 300 Tage oder sowas zusammen gehabt. Okay, hier ist nichts. Ist auch nichts. Oh. Ein Busch. Das ist doch ziemlich cool. Hier sieht aus wie ein Weg. Oder wie ein Weg, der kaputt ist. Und oha, hier liegt Gold. Oh, 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 oh. Okay. Okay, hier ist ein Friedhof. Ich glaube, beim Friedhof können auch Dinge passieren, die so eher ungut sind. Aber dann findet man, also hier findet man meistens auch Gold. Komm mit. Ich denke, wir erstellen uns noch eine Fackel, weil... Komm mal her. Komm mal weiter. Ja, komm halt nicht weiter nach oben. Doch. Moment. So. Genau. Wir erstellen uns noch eine Fackel, einfach weil wir mit der Fackel mobiler sind. Und wir sollten demnächst mal Gras sammeln, fällt mir auf. Das wäre vielleicht auch nicht wirklich schlecht, wenn wir etwas mehr Gras sammeln würden. Aber ich möchte hier erst noch die ganze Karte, wenn es geht, die ganze Karte umranden, um dann in Ruhe in der Mitte alles auszuhöhlen praktisch und zu gucken, wie es genau jetzt... Jump in a wormhole. Oh, das kenne ich schon. Das ist cool. Wir werden nämlich irgendwo anders ausgespuckt. Und jetzt sehen wir genau, wo wir ausgespuckt wurden. So, wo war jetzt das andere? Aha. Oh, ja, toll. Das lohnt sich ja. Lohnt sich eigentlich kaum, muss ich sagen. Oh Gott. Spinnen. Komm, rein, 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 rein. Hallo, rein. Achso, jump in the wall. Okay, dann laufen wir hinten noch alles in Ruhe ab. Dann können wir unten nachher in Ruhe noch überall entlang laufen. Ich glaube, wir waren hier schon. Ja, jetzt waren wir dabei. Genau. Aber es regnet und ich würde sagen, jetzt sollten wir... Oh,
Jetzt sollten wir die Fackel benutzen. Und da sind auch schon Augen. Hübsche kleine Augen. Und was? Wie kann denn das sein, wenn wir unser Ding aufhaben? War das, weil wir in diesem Loch waren? Das wird es wahrscheinlich sein, weil wir in diesem Loch waren. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ja, komm. Oh! Penisse! Also, Dani hat die Dinger. Oh oh. Penisse genannt. Und ich habe das dann praktisch übernommen. Die sind ja aus Eisen, die Teile. Oh, fuck. Ich glaube, wir bräuchten noch eine Fackel. Das wäre jetzt ziemlich nice. Und am besten bräuchten wir was zum Anzünden für Licht. Dankeschön. So. Stone. Okay. Oh Gott, das geht nicht. Okay, 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 okay. Bin schon weg. Bin schon weg. Oh, da geht's nicht weiter. Ja, das ist schlecht, wa? Sehr schlecht sogar. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Ich darf nicht laut sein, wenn meine Mutter schläft. Es wäre jetzt schlecht, wenn ich da etwas lauter wäre. Oh. Okay. Aussieht, alles einfach umrandet und dann nichts mehr gemacht. Hier, was war das? Keine Ahnung, was das macht. Ich sollte mal in dem Downstar-Wiki gucken. Absolut keine Ahnung, was das tun kann. Vielleicht muss man dann diesen Ring, ich denke, man muss diesen Ring von diesen anderen Penissen dahin tun. Ich denke jetzt, ach so, wir wollten ja Gras. Moment, dann wäre es jetzt nicht schlecht, wenn wir das Gras hier abbauen würden, oder wegmachen würden und... Oh, sie isst es nicht, weil sie wählerisch ist. Sie isst auch das nicht. Warum nicht? Ach, jetzt. Okay. So. Würde ich sagen, gehen wir mal in Ruhe weiter. Und wir haben immer noch nichts gefunden, wo wir uns niederlassen wollen. Oder wo ich mich niederlassen will, sagen wir es so. Und ich weiß nicht, wo wir uns niederlassen sollen. Ob wir das wirklich da oben bei den Schweinen machen oder wo... Weil die Karte ist wirklich riesig. Also ich meine, ich habe auch noch nie so viel erkundet, sagen wir es so. Aber ansonsten ist ja die Karte wirklich, wirklich riesig. So. Und ich hatte echt viel Steine. Aber so richtig, richtig viele. Ich frage mich... Oh. Da ist aber ein Goldnugget. Und? Was ist bei der... Oh, das sieht nicht... Das sieht so aus... Oh, drei Stück, schön. Das sieht nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Da möchte ich auch gar nicht hinlaufen. Okay, wie gesagt, da möchte ich nicht hinlaufen. Einfach nur, weil das nicht so toll aussieht. Sagen wir es so. Und noch eine Karotte. Das finde ich sehr gut, dass es hier so viele Karotten hat. Ich hatte bis jetzt noch nie so viele Karotten in einem Spiel. Und ich hoffe, wir können die auch bald benutzen, um Häschen zu fangen. Und zu vergewaltigen. Nein, natürlich nicht, aber wir sollten sie schon essen. Das wäre schon von Vorteil für uns. Und ich laufe jetzt einfach hier noch entlang. Oh, das ist schon eingezeichnet. Ja, ist halbwegs eingezeichnet, auch Reparatur. Hier hat es schon wieder Spinnenzeug. Und ihr seht vielleicht, wie die Welt langsam verschwimmt. Das liegt daran, dass hier das Gehirn runtergeht. Oder dass unser Geisteszustand runtergeht. Und dafür haben wir ja das Ding. Und oh mein Gott, wie viele Spinnen hat es hier denn? Und vor allem, wo kommen die... Uah. Geh weg. Wo kommen die denn alle her? Ich meine, das ist doch abnormal. Ungelogen. Das ist doch wirklich abnormal, wie viele Spinnen es da hat. So, ein Spinnennest weniger.